Heute Morgen hat Olympus die neue EM1 Mark III vorgestellt. Von außen sieht sie dem Vorgänger doch sehr ähnlich, aber was sich im Inneren verändert hat, das erfahrt ihr jetzt. Wenn dir das Video weiterhilft, dann würde ich mich freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst und den Kanal abonnierst, dann verpasst du keine News mehr von neuen Kameras und von Fotokoch. Von außen sieht sie dem Vorgänger doch sehr ähnlich. Einige Verbesserungen und Veränderungen finden wir jedoch am Gehäuse. Angefangen mit der wichtigsten hier auf der Rückseite, der Track-Button oder auch der Joystick für den Daumen, damit ihr das Fokusmessfeld schneller verschieben könnt oder im Menü navigieren. Ich finde das immer sehr praktisch. Es haben außerdem ein paar kleine Veränderungen stattgefunden hier oben. Zum Beispiel die Tasten sehen jetzt ein bisschen anders aus. Es ist ein neuer Custom Mode dazugekommen. Dadurch, dass die Menü- bzw. Infotaste hier weggewandert ist, finden wir die jetzt hier unten und die Menü-Taste hier oben. Das wird also im Vergleich zum Vorgängermodell, falls ihr die EM1 Mark II besitzt, eine kleine Veränderung darstellen. Aber im Prinzip ist das alles sehr ähnlich. Ich habe jetzt hier übrigens an der EM1 Mark III auch das neu vorgestellte 12 bis 45 Pro Objektiv mit einer Blende von 4 montiert. Die Einsparung an der Größe und am Gewicht wahrscheinlich für die meisten Nutzer wichtiger sein als am Ende die 2,8er Blende. Denn Olympus hat mit der EM1 Mark III wieder ist mehr zu ihren Kernwerten zurückgekommen, wenn wir es mit der EM1X vergleichen. Denn Olympus steht ja für leicht und kompakt, was wir mit dem MFT-System sowieso abgedeckt haben. Dadurch, dass der MFT-Sensor natürlich eher kleiner ist, haben wir jedoch deutlich mehr Möglichkeiten, was zum Beispiel die Bildstabilisierung betrifft. Und das ist wirklich eine große Neuerung. Wir haben jetzt in der EM1 Mark III die Bildstabilisatorleistung der EM1X. In der Sportfotografie oder auch in der Tierfotografie, da ist ja dann die Schnelligkeit deutlich wichtiger als jetzt ein 50 Megapixel Foto. Wenn wir bei der Schnelligkeit schon sind, die EM1 Mark III schafft bis zu 18 Bilder pro Sekunde, das mit verfolgtem Autofokus. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, der Sensor hat ein paar neue Funktionen bekommen, beziehungsweise die Kamera. Und so ist das eine zum Beispiel der High Resolution Shot. Es gibt aber noch was anderes, was wir noch weder bei der EM1 Mark II noch bei der EM1X gesehen haben. Und das ist der Starry Sky AF. Und damit können Astrofotografen endlich auch mal den Autofokus benutzen. Ein Feature von der EM1X wurde noch übernommen zur EM1 Mark III und das ist der Live ND. Das heißt, ihr könnt ohne einen ND-Filter ND-Filter-Effekte erzielen. Zum Beispiel Langzeitbelichtungen. Ihr braucht keinen ND-Filter mehr benutzen. Die Kamera rechnet das alles intern. Und dafür war Olympus ja schon immer so ein bisschen bekannt. Auch dieser Live-Bulb-Modus. Das bleibt wirklich Olympus-Kameras bisher scheinbar vorenthalten. Und das ist natürlich nicht nur praktisch, wenn ihr oft den Filter wechseln müsst, beziehungsweise gewechselt habt, sondern auch für Objektive, bei denen Filter nicht wirklich möglich sind, wie zum Beispiel bei Fisheye-Objektiven. Ein letzter Kernwert von Olympus ist die Zuverlässigkeit und natürlich ist auch die UMD EM1 Mark III abgedichtet gegen Staub und Wasser und ich hatte ehrlich gesagt noch nie Angst bei UMD-Modellen. Ich hatte die EM1X neulich mal mit dabei und ja, da muss man sich überhaupt keine Sorgen mehr machen. Was ich immer ganz nett finde, ist, wenn man die Kameras über den USB-C-Anschluss auch laden kann, beziehungsweise extern mit Strom versorgen. Ich weiß nicht, warum andere Hersteller das irgendwie nicht so ganz schaffen. Bei der EM1 Mark III ist es auf jeden Fall Standard wieder. Kommen wir zum Fazit der EM1 Mark III. Insgesamt hat hier Olympus versucht, die Kompaktheit der EM1-Serie wie auch vom Vorgänger und die Funktion und die Technik der EM1X zusammenzubringen. Und insgesamt ist dadurch doch echt eine schmale Kamera entstanden. Und
Ich glaube, man muss sich hier nicht immer Gedanken machen, Vollformat oder MFT oder APS-C. Ich denke, für die Zielgruppe und für alle, die eine kleine oder eine halbwegs kleine, kompakte Kamera suchen, die dennoch eben auf einem Profi-Niveau Bildergebnisse abliefert, genau auch wie der Vorgänger schon, für die ist das eine echte Option. Für alle, die gern wandern, da am besten dann noch Tiere fotografieren, die gern mit langen Brennweiten fotografieren, aber nicht so viel schleppen wollen. Mich würde es jetzt noch interessieren, was denkst du zu den Entwicklungen von Olympus und zur neuen EM1 Mark III? Falls du noch mehr lesen willst, Preise oder noch mehr technische Daten, die gibt es natürlich auch hier unten in der Videobeschreibung. Damit kommt ihr direkt in unseren Fotokoch-Blog und da könnt ihr die Kamera auch vorbestellen. Wenn ihr das Video schaut vor dem 3. März, da gibt es in Düsseldorf, vor dem 3. März 2020, da gibt es in Düsseldorf bei uns noch eine kleine Veranstaltung, wo ihr die EM1 Mark III testen könnt. Und da wird auch ein Produktmanager von Olympus anwesend sein, der euch alles zu der Kamera beantworten kann. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr so lange durchgehalten habt und ja, wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Fotografieren, bis zum nächsten Mal.